Ja, das Problem ist, dass ich mal aus. Oh. Mit das iPad von hier. Wollen wir gleich noch ein bisschen. So an die Seite. So kann man das ganz gut sehen, oder? Könnt ihr ein schönes Flugzeug erkennen? Ja, ne? Von München nach Innsbruck. Ja, wir machen keinen Flug. Wir werden wieder in München landen. Das ist der Plan. Also es wird kein Flug von A nach B. Wir machen das mal, wie es im Simulator läuft. Also im Simulator läuft es so, das ist sogar eine gesetzliche Anforderung, dass man ein Engine Failure, also ein Triebwerksausfall, quasi üben muss, um seine Lizenz zu erhalten. Der Triebwerksfehler wird normalerweise mit einer Geschwindigkeit eingespielt. Hier unten, das ist eigentlich auch ein bisschen eleganter als über eine Höhe. Und zwar heißt das offiziell, das Procedure heißt Engine Failure after V1. Das heißt, die V1 ist die Geschwindigkeit, bis zu der wir den Start abbrechen können. Haben wir diese Geschwindigkeit überschritten, müssen wir auf jeden Fall starten. Und kurz danach kommt der Engine Failure. So ist es immer im Simulator. Dazu brauchen wir jetzt einen Flex Takeoff. Also das heißt einen Schub reduzierten, damit die Modi entsprechend korrekt kommen. Sorry. Bin verpeilt. Flaps 1. Das ist richtig. So stimmt es so halbwegs. Ach ja, Kacke. Danke. Aber ist okay. Also da war nichts Wichtiges. Genau, ich habe das nur hier eingegeben. Jetzt war das. Ah, ich habe immer den linken und rechten Weg sonst. Brauchen wir. Ja, das machen wir erstmal. Also jetzt brauchen wir einmal kurz das iPad. Und wir gucken aufs iPad. Was macht ein Flugzeug? Oder anders gesagt, wo fangen wir normalerweise an, uns mit einem Engine Failure zu beschäftigen? Viel Erfolg. Vielen Dank. Erste Beschäftigung, die man überhaupt immer vor jedem Flug macht, ist ein sogenanntes Engine Failure Briefing. Das heißt, vor jedem Start, egal wo man startet, beschäftigt man sich immer erstmal damit, was tun wir, wenn ein Triebwerk ausfallen sollte. Und ein Engine Failure Briefing würde quasi so aussehen, dass man einmal bespricht, was macht man und vor allem, wo fliegt man lang und in welchen Höhen tut man was. Dazu ist die erste wichtige Höhe die Engine Out Acceleration. Das ist die Höhe, in der wir mit einem Triebwerk, das ausgefallen ist, beschleunigen wollen. Leider kann man die hier nicht anpassen. Wie hoch sind wir? Ja, leider stimmt die überhaupt nicht. Die wäre deutlich höher. Die ist so 1000 oder 1500 AGL. Also ein typisches Engine Failure Briefing wäre, in case of engine failure, climb straight ahead, 5000 feet. Engine out acceleration in 1700 feet, right turn back to Munich with a straight in landing flaps to Munich, zum Beispiel so. Also es das heißt nichts anderes, als man macht sich einmal klar, hey, wir fliegen geradeaus, wir wollen auf 5000 Fuß steigen, weil das eine Höhe ist, in der wir kein Terrain, also keine Probleme mit Bergen oder sonstigem haben. Und weil München so in Deutschland mit der beste Flughafen ist, was die Landebahn angeht, die sind 4 Kilometer lang, 60 Meter breit, mit jedem Fehler kann man hier landen. Heißt das, dass man sich vorm Start schon klar macht, falls ein Triebwerk ausfallen sollte, landen wir wieder in München. Dass es da in der Luft keine große Diskussion mehr gibt, irgendwo anders hinzufliegen. Leider haben wir München noch nicht im Flugplan. Das können wir aber ändern. Wir fliegen von München nach München. Hier sind die Anna. Oh, jetzt ist mein iPad wieder im Weg, ne? Entschuldigung. Ich werde besser. Das ist auch neu für mich. Ja, das sieht jetzt natürlich toll aus. Aber wir nehmen jetzt einfach irgendeine Departure. Und Anflug brauchen wir noch gar nicht. Dass hier irgendwas im FMS ist. Dass der Flieger weiß, wo er ist und dann geradeaus fliegen kann. Soweit reicht das eigentlich schon. Was passiert, wenn ein Triebwerk ausfällt? Welche Probleme bringt das so mit sich? Ich habe hier so ein schönes Flugzeug gemalt.
das ist einmal so die Ansicht von oben, ne? Das Flugzeug will im Start ja geradeaus. Und das Problem ist, wenn ein Triebwerk ausfällt, dann dreht es ja in irgendeine Richtung. Heißt, in unserem Fall haben wir Engine One Fail eingestellt. Das ist das linke Triebwerk. Wenn ihr es hier seht, das ist das Triebwerk. Oder, Entschuldigung. Genau. Oder wenn man es von vorne sieht, wäre es das Triebwerk. Wenn das ausfallen würde, würde das natürlich für den Schub bedeuten, wenn man es so von oben sieht, dass das Flugzeug hier noch massiv Schub hat und hier keinen Schub mehr. Das heißt, es will die Nase massiv nach links drehen. Das Flugzeug will massiv nach links drehen. Da müssen wir was gegen tun. Was tun wir dagegen? Wir treten ins richtige Ruder. Das kommt gleich. In welches Ruder treten wir, wenn der Flieger nach links will? In welches Ruder müssen wir treten, damit der Flieger gerade bleibt? J-Trim kommt später. Wir müssen erstmal ins Ruder treten, damit der Flieger geradeaus fliegt. Ins rechte Ruder. Genau so ist es. Ich hier nämlich auch wunderschön einmal aufgemalt. Wir müssen ins rechte Ruder treten. Das ist unser Ruder. Also wenn das linke Triebwerk ausfällt, treten wir genau in das rechte Ruder, damit der Flieger gerade bleibt. Was ist das zweite Problem, das es so ein bisschen mit sich bringt? Dadurch, dass der Flieger schiebt, das ist jetzt die Sicht von vorne, warte, das kann ich euch an dem anderen wieder besser zeigen. Das zweite Problem ist, dass sich auch die Bank ein bisschen verändert. Hier eine rauchen. Maze, moin moin. Ja, wir, also es, man muss halt einmal so die Basics machen, dann hat man es einmal verstanden, was der Flieger macht. Wenn das Triebwerk ausfällt und der hier mit dem Schub noch nach vorne schiebt, hat man weiterhin das Problem, dass die Tragfläche nach vorne geht und die nach hinten. Das heißt, hier hat man schnellere Luft drüber, das heißt, hier hat man mehr Auftrieb. Mehr Auftrieb heißt, dass nicht nur die Nase rüber schiebt, sondern der Flieger auch anfängt, sich zu drehen. Richtig, er kippt über links. Genauso ist es. Er kippt über links. Also die Nase geht hoch und die Seite geht runter. Das heißt, auch das muss man ausgleichen. Ich habe das hier genauso einmal aufgemalt, ne? Dass ihr seht, das Triebwerk hat noch Schub, also geht die Fläche hoch, Fläche runter. Das ist also so das zweite Ding, was wir abfangen müssen, wenn der Flieger startet. Hier ist so ein bisschen das Ding, dass der Flieger das nicht so hundertprozentig genau simuliert. Der Flieger hilft uns aber dabei. Und zwar gibt es in der Anzeige, wenn das Triebwerk gleich ausfällt, das ist der Turn-Slip-Indicator, der wird blau. Ja, da sind wir aber noch nicht beim Aileron drin. Erstmal müssen wir das Flugzeug fliegen, bevor wir ans Aileron drin denken. Der wird blau, der wird dann zum sogenannten Beta-Target. Das heißt, der schlägt dann in eine Richtung aus. Das macht der Sim hier nicht richtig. Wenn man einfach auch in die Richtung tritt, wo das Ding hinzeigt, dann tritt man den automatisch gerade. Dann wollen wir abheben. Pitch Target wäre so 12,5 Grad, halt diese Linie, auf diese peilen wir. Die wollen wir ungefähr treffen. Und dann ganz, ganz wichtig, egal wie überrascht beide sind, müssen beide dran denken, wenn der Flieger fliegt, unbedingt das Fahrwerk einzufahren. Wenn das Fahrwerk eingefahren ist, der Flieger ungefähr mit 12,5 Grad Pitch ungefähr geradeaus fliegt, das sagt man einmal, Select Heading for Runway Track, das heißt, der Flieger kann geradeaus fliegen. Und dann fängt man an, wie Datenvolumen richtig sagt, den Flieger zu trimmen. Das heißt, mit dem Radar-Trim sorgt man dafür, dass der Flieger geradeaus fliegt. Und ab 400 Fuß kann man dann auch den Autopiloten einschalten. Und dann geht der Spaß los. Was macht der andere? Also die rechte Seite, das ist so, meinetwegen der Kapitän fliegt jetzt. Der unterstützende Co-Pilot würde einmal hier oben das Lichtchen drücken, dass die Master Warning ausgibt, weil das ziemlich nervt, wenn das die ganze Zeit Bing 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 macht. Würde hier unten einmal den Notfall-Squawk setzen, 7700, und auch einmal so einen ganz kurzen und prägnanten Mayday-Call beim Tower absetzen. Würde bei uns zum Beispiel heißen, Anna 24 Aileron Trim. Aileron Trim macht er automatisch. Also du trimmst nur das Radar. Aileron Trim macht er, doch hat er, aber macht er automatisch. Musst du nichts machen. So ein Mayday-Call wäre meinetwegen Anna, 24 Charlie, Mayday, 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 we have an engine failure, we're climbing straight ahead, 5000 feet, call you back with further intentions.
Das wäre so ein kurzer, prägnanter Mayday-Call. Dann würde der sich halt einfach bei einem melden. Irgendwann will er wissen, wie viele Leute an Bord sind und alles Mögliche. Das sind aber alles Sachen, die interessieren einen in dem Moment überhaupt nicht. Das kann alles kommen, wenn man Zeit dafür hat. Erstmal will man den Flieger starten. Beziehungsweise erstmal will man den Flieger sicher fliegen. Der Rest kommt dann. Gut. Das sind so die ersten 400 Fuß. Auf geht's. Schauen wir mal, was passiert. Leck auf. Man Flex AD, SRS Runway, out of stress blue. Genau so, Marcel. Genau so ist es. Aviate, navigate, communicate. 100 knots ist checked. B1, rotate. Oh, mal gucken, ob unser Tool es schafft, uns das Triebwerk auszumachen. Oh ja. Nachschieben. Select Heading for Runway Track. Nase runter. 12,5 Grad. Schafft er nicht ganz. Nase weiter runter. Halt so, dass er es schafft. Nochmal schön versuchen, den Track zu halten. Jetzt wird er schneller. Sorry, die aktive Pause ist manchmal so ein bisschen dazwischen. So, jetzt sieht man auch hier, ne? Das wäre jetzt eigentlich blau, das wäre das Better Target. Das heißt, da müssen wir reintreten. Jetzt wird der Flieger hier noch schneller, das muss ich jetzt immer manuell so ein bisschen hier tunen. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass er so halbwegs auf der Stelle bleibt. Ja, irgendwie so. Das würden wir jetzt mit dem Radartrim tatsächlich nach rechts wegmachen. Auch mal irgendwie so, weiß ich nicht, mal auf 8 stellen. Jetzt ist es fast in der Mitte, das heißt, jetzt fliegt das Flugzeug gut geradeaus. Positive Climb. Fahrwerk einfahren. Ganz wichtig, damit wir eine bessere Steigperformance haben. Der Co-Pilot. 7700. Unser Notfallsquawk. Und eben Mayday, Mayday, Mayday. Anna 24 Charlie. We have an engine failure. We climb straight ahead 5000 feet. Call you back with further intentions. Das Flugzeug weiß jetzt, dass das Triebwerk ausgefallen ist. Das tut es, indem es hier schön einmal Engine One Fail sagt. Und darum kümmern wir uns sozusagen jetzt. Ja. Das mit der aktiven Pause halt immer so ein bisschen blöd, dass er hier jetzt immer schneller wird. Aber it is what it is. Ich würde sagen, darum kümmern wir uns jetzt einmal. Dazu lasse ich uns wieder los. Autopilot 1. SRS, Climb, Out of Thrust. Pause. SRS ist das Speed Reference System, das heißt, das commandet uns immer die Richtung. Ich hoffe, er nimmt jetzt gleich die Pause runter. Das ist halt ätzend, ne? Dass er dann hier jetzt einfach wegstallen würde. Und jetzt würde man tatsächlich beginnen mit dem Abarbeiten von... Ich mach's gleich wieder an. Das ist... Wäre ja cool, wenn es eine Pause gibt, wo der Flieger einfach nichts macht. So, jetzt passt es. Jetzt hat man den Flieger soweit unter Kontrolle. Hat eigentlich alles ganz gut im Griff. Jetzt würde man anfangen, das sogenannte ICAM hier abzuarbeiten. Das funktioniert, indem man sagt, den Command gibt ICAM Actions. ICAM Actions, der Co-Pilot arbeitet das dann sozusagen ab, der liest nochmal vor, Engine One Fail, und tut dann einfach, was hier steht. Engine Mode Selector Ignition. Sagt uns, unseren Engine Mode Selector sollen wir auf Ignition drücken. Machen wir. Immer wenn man das macht, verschwindet das hier. Handling vom Thrust Lever ist immer ein bisschen eigen. Warum ist das so? Man muss jetzt extrem aufpassen, also das ICAM möchte Thrust Lever One Idle, also das heißt, wir sollen auf dem Thrust Lever, also unserem Gashebel, wo das Triebwerk ausgefallen ist, das Gas rausziehen. Man muss den richtigen rausziehen. Das ist wirklich extrem wichtig. Wenn man sich jetzt das heile Triebwerk noch rauszieht, dann geht das Ganze richtig in die Hose. Deswegen ist das Procedure da auch so, dass der Co-Pilot liest vor, Thrust Lever One Idle, der Kapitän legt die Hand drauf, sagt Confirm,
Dann sagt der Co-Pilot, Number One confirm. Und dann zieht der Kapitän das Ding auf Idle. Genau so. If no relight after 30 seconds. Daher würde es kein Relight geben. Engine Master One off. Jetzt läuft es umgedreht. Der Co-Pilot legt seine Hand drauf. Sagt Confirm Number One. Kapitän sagt Number One confirmed. Engine Master One off. If damage. Jetzt müssen wir einmal entscheiden, hat das Triebwerk beim Start Schaden genommen oder nicht. Woran merkt man, ob ein Triebwerk Schaden genommen hat? Ja, an allem Möglichen. Gibt es zum Beispiel Vibrations? Gibt es laute Geräusche? Oder steht die Welle? Die N2 ist unsere Anzeige für den Kompressor, also für das Innere des Triebwerks. Hier drinnen. Wenn die steht, können wir immer vom Damage ausgehen. Das heißt, wir machen einfach weiter mit If Damage, Engine 1, Fire Push Button Push. Der Fire Push Button, der kappt alle möglichen Leitungen. Der ist geguardet, das heißt auch, das ist eine Monitored Action, der muss von beiden confirmed werden. Richtig, genau Datenvolumen. Das wurde nämlich schon mal verwechselt und dabei ist wirklich ein Flugzeug abgestürzt, weil die das heile Triebwerk rausgezogen haben. Das funktioniert, indem auch wieder der Co-Pilot legt seine Hand drauf. Confirm, Engine 1, Fire Push Button. Kapitän sagt Number 1, Confirm. Dann erst geht die Klappe auf und dann wird er gedrückt. So, if no damage haben wir nicht. Engine 1, Fail. Es würden noch ein paar mehr Sachen im richtigen Flieger dastehen. Mit dem Fuel Leak und so weiter, das macht er hier leider nicht. Aber das ist auch nicht so schlimm. Die Hauptpunkte, die hat man soweit verstanden. Jetzt sind wir an dem Punkt, die Engine ist secured, das heißt alles, was das Flugzeug so mit dem Triebwerksausfall zu tun hat, ist abgearbeitet und wir können uns wieder ums Fliegen und um die Navigation kümmern. Das nächste, was wir tun wollen, ist ein bisschen schneller fliegen. Wir fliegen ja immer noch mit Klappen 1 herum und sind relativ langsam und steigen steck. Das heißt, wir nehmen uns jetzt bei 3000 Fuß die Engine Acceleration, da machen wir Level Off, beschleunigen, fahren die Klappen ein und dann steigen wir weiter auf 5000 Fuß. Wenn wir die haben, drehen wir rechts rum für einen neuen Anflug und bereiten dann alles weitere vor, was hier unten gemacht wird. Der Command dafür würde jetzt heißen Stop ECAM, also wir stoppen alles, was hier unten damit zu tun hat und es geht einfach weiter mit dem Flieger. Und das probieren wir. So, ich würde jetzt den Autostress wieder anmachen in der Hoffnung, dass er das hier macht. Bestellen. Ja, das macht der richtige Flieger nicht. Der sagt jetzt hier nicht Lever Asymmetry, weil der richtige Flieger weiß, dass das ja kaputt ist. Deswegen macht er das nicht. Jetzt sagen wir, wollen in 3000 Fuß akzelerieren. Dazu heißt es Push to Level Off. Das heißt, wir nehmen den Vertical Speed Button, drücken den rein, dann macht er automatisch Vertical Speed Zero. Macht ein Level Off und beschleunigt. Genauso soll es sein. Hier sagt er jetzt Lever Climb. Das würde er ganz genau erst nach Flap Zero machen, aber das passt schon. Also können wir den jetzt ruhig in Climb stellen. Und dann funktioniert auch der Autostrust endlich. Bei 180 Knoten fahren wir jetzt unsere Klappen ein. Dauert halt ein bisschen, weil mit einem Triebwerk ist eben wirklich nicht mehr so viel Schub da. Mal gucken, wie gut er das macht. Flap Zero. Dann gucke ich mal kurz hier rein. Was haben wir alles gesagt? Das haben wir gemacht. Okay. Ja, dann geht's gleich mit der Seite. Seid ihr soweit halbwegs abgeholt? Oder ist das zu weit im Detail? Es ist aber wirklich so, wie es laufen würde. Das Ganze würde halt in Echtzeit ablaufen. Man würde es zu zweit machen. Das heißt, das Ganze würde immer hin und her gehen. Wenn er hier an der Green Dot Speed ist, dann würde man jetzt Open Climb machen, damit er steigt auf die 5000 Fuß. Open Climb, Alt Blue. Jetzt steigt er, der richtige Flieger eigentlich mit Green Dot, auf die 5000 Fuß. Der will jetzt halt erst 250 Knoten haben. Deswegen machen wir das jetzt von Hand. Das ist super. Ach, danke, danke. Das ist echt interessant. Danke, danke, danke. Okay, ja, dann machen wir weiter so. Und wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, das würde sonst alles in Echtzeit ablaufen und immer zu zweit. Ne? Also man würde dann immer hin und her switchen, jeder kennt genau seine Rolle, jeder weiß genau, worauf es ankommt.
Da ist relativ viel in relativ kurzer Zeit zu tun. Aber andererseits merkt ihr auch, dass das relativ geordnet ist, ne? Es ist relativ sauber, aber was ganz anderes. Ja, freut mich. Cool. Schön, dass es gut ankommt. Dann machen wir jetzt so ein bisschen die Navigation. Also lasst euch nicht irritieren, dass hier Level Asymmetry steht. Das stimmt nicht. Das macht der richtige Flieger nicht. Engine One Fail Before We One. Ist zwar weniger interessant, aber auch mal spannend. Na, ein Startabbruch, meinst du? Ja. Anmerkung: Es soll eine echte Pause geben in den Auktionen, die man dann belegen kann. Okay, ja, das ist diese aktive Pause, ne? Okay, danke dir. Guck ich mal nach. Ich krieg das jetzt irgendwie. Jetzt läuft ja der Autopilot und so und jetzt müsste das ganz, ganz gut klappen. Rejected Takeoff? Ja, das kann man auch mal machen. Können wir gerne auch mal machen. Das ist nicht ganz so komplex. Aber auch nicht ohne. Ja, Mr. Smiles. Ja, ich habe es noch nie probiert. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass das einigen ein bisschen weit ins Detail geht. Aber andererseits würde man es eben ja wirklich genauso so abarbeiten. Und dann ist es vielleicht so, wenn euch das interessiert, dann machen wir das auf jeden Fall. Wäre im richtigen Flieger übrigens auch so, dass das hier nicht stehen würde. Ne, durch den Wind einfach, der da reinfliegt, würde das weiter mitdrehen. Jetzt sind wir schon relativ weit von München weg. Da hinten sieht man es noch. Aber das soll uns gar nicht... Wir machen das jetzt ganz in Ruhe. Und so würde man auch wirklich im Flieger sitzen, ne? Also jetzt heißt es so, diese Steigen auf 5000 Fuß. Kurz zurücklehnen, mal rausgucken und konzentrieren, was kommt als nächstes. Also das nicht irgendwie hektisch versuchen, schnell abzuarbeiten. Bei Hektik passieren Fehler. Und hier irgendwas zu schnell und zu hektisch machen, kann ganz fatale Fehler haben. Deswegen Zeit nehmen. Okay, ja, ist gut. Ich habe eigentlich nur so viele iPad-Zeichner, aber das bringt alles nichts, weil sich das hier drin tatsächlich ein bisschen besser zeichnen lässt. Aber die ganzen Modis, die gleich noch kommen, das kann er hier nicht so gut. Da kommen meine Zeichenskills dann wieder durch. So, Speed als da. Das heißt, jetzt ist er sicher in den 5000 Fuß angekommen. Aber jetzt würde man wieder mit ATC sprechen. Jetzt würde ich sagen, Anna 2 for Charlie, turning right, heading 080. Das ist das Downwind-Heading für die Bahn, auf die wir gleich anfliegen werden in München. Und jetzt hätte man auch Zeit, mit ATC weiter abzusprechen. Der Fluglotse würde jetzt von uns wissen wollen, wie viele Souls hat man an Bord, wie viel hat man irgendwie Dangerous Goods dabei. Also es gibt ja auch Flüge, wo man gefährliche Güter dabei hat. Haben wir diese dabei? Kann mit denen irgendwas passieren? Und welche Unterstützung wir sonst uns irgendwie wünschen würden oder wie er uns sonst helfen kann. Für den Lotsen ist das auch immer super spannend. Ja, absolut. Für den Lotsen ist das auch extrem spannend, weil der muss dafür sorgen, dass der ganze anfliegende Verkehr jetzt für uns Platz macht. Sobald jemand einen Mayday Call absetzt, ist das die Aufgabe vom Lotsen, uns alle Optionen zu geben. Wenn wir dem jetzt sagen, das zweite Triebwerk hat auch Probleme, wir drehen jetzt 180 Grad um und landen wieder in die andere Richtung, dann ist das sein Job, dafür zu sorgen, dass da keiner ist. Deswegen ist das für die Lotsen auch immer eine sehr angespannte Situation, sage ich mal, wenn irgendwelche gerade Triebwerksausfälle, genau. Das Mayday ist eben die Luftnotlage. Übrigens nur bei zweistrahligen. Bei vierstrahligen Triebwerken ist ein Engine Failure, also wenn ein ausfällt, dann hat man ja noch drei. Nicht mal ein Mayday Call, das ist nur die niedrige Stufe heißt Pan-Pan. Das ist sozusagen, hey, wir haben wirklich ein Problem. Sehr gut, Atemvolumen. Gut, dass wir das beide gleichzeitig sagen. Genau. Ganz genau. Weil beim Vierstrahler ja immer noch drei Viertel der Triebwerke funktionieren. Ja, sehr gut. Ist vollkommen richtig. Und hier funktioniert ja nur noch die Hälfte. Oder anders gesagt, nur noch eins. Und wenn mit dem Triebwerk jetzt irgendwas ist, ja, dann wird es auch eng. Gut, das kann man sogar so laufen lassen. Also wir sind jetzt auf dem Downway Heading. Hier vorne ist unsere Bahn. Wir fliegen jetzt einfach, hier oben kann man das gut zeigen. Hier ist unsere Bahn. Wir fliegen jetzt hier so oben lang, immer weiter oben lang, einfach vorbei am Platz, bis wir so rum wieder eindrehen aus 5000 Fuß und eine Landung machen. Was würde jetzt weiter passieren? Man würde jetzt weiter das ICAM abarbeiten. Leider ist hier nicht mehr allzu viel.
Bin ich mir auch nicht sicher. Wahrscheinlich wird es auch ein Medic heute. Würde es weitergehen mit Continue ICAN. Da hier Engine 1 Fail noch steht, das möchte man weghaben, würde es jetzt vom Co-Piloten heißen Clear Engine 1. Kapitän sagt Clear Engine 1. Und dann fängt man hier drüben an weiterzulesen. Jetzt ist hier alles abgearbeitet. Hier steht jetzt Land ASAP in Amber. Es gibt auch noch Land ASAP in Red. Das sind noch schwerere Fehler. Da muss es oder soll es noch schneller gehen. Hat erstmal keine große Bedeutung, außer dass da steht, was man eh schon weiß. Hier werden die Secondary Failures angezeigt. Also alle Fehler, die uns irgendwie als zweites noch beeinträchtigen. Sag mal Secondary Failures. Air Bleed. Genau. Aber ASAP ist Land in Red. Genau. Ja, aber Land ASAP in Red wäre wirklich das wirklich ASAP. Das in Amber ist noch so entspannt. Ja, Christian, hilf mir. Wir sind schon bei den Secondary Failures. Leider ein bisschen spät, ja. Secondary Failures guckt man sich einmal an, was die Systeme so machen. Erstes Air Bleed. Logischerweise auf der linken Seite haben wir keine Druckluft mehr. Bleed-System ist das Druckluftproblem, das Druckluftsystem. Und hier ist die Druckluft eben komplett ausgefallen. Genauso muss das aber aussehen. Wir haben auf der rechten Seite noch alles voll funktionierend. Das heißt, die Seite hat übernommen. Das beschlicht man einfach cool. Ganz genau. Ganz genau so ist es. Und dann hat man das besprochen. Alles ist, wie es sein soll. Clear Air Bleed. Clear Air Bleed. Dann würde es weitergehen mit der Elec Page. Eine Elec Page haben wir nicht. Beziehungsweise eine Elec Page haben wir doch. Und zwar habe ich gesehen, dass er die nicht hat. Deswegen habe ich die hier mal rauskopiert. Die würde so aussehen. Kennt man das? Ja, ne? Erkennt man ganz gut. So. Elec Page, da steht einfach nur auf der linken Seite, dass der Generator aus ist. Das würde jetzt einfach unten im Flugzeug angezeigt werden. Also der Generator ist aus, logischerweise, weil das Triebwerk 1 kaputt ist. Man sieht aber diesen langen grünen Strich, der von rechts nach links rüber geht. Das heißt, dass das der Zweier-Generator übernommen hat. Also wenn du Strom hast, kannst du Kaffee machen, genau. Dass man vom Generator 2 noch Strom hat, genauso soll es sein. Und das ist für mich immer der Trigger, auch die APU noch zusätzlich zu starten. Die hilft uns nämlich. Das würde ich jetzt auch machen. Hat man sich angeguckt, alles ist wie es ist, Clear Elec, drückt man einmal unten drauf. Und dann würde noch, wie Datenvolumen eh schon gesagt haben, Hydraulic da stehen. Es gibt drei Hydrauliksysteme, das grüne, das gelbe und das blaue. Und an jedem Triebwerk hängt erstmal das große grüne und das große gelbe. Das linke Triebwerk ist ausgefallen, also haben wir keine grüne Hydraulik mehr. Deswegen steht da unten Low. Aber oben sieht man so die grüne Pfeile von rechts nach links rüber. Also es gibt eine Verbindungsstange quasi vom rechten und linken Triebwerk für die Hydrauliksysteme. Die heißt PTU, das ist die Power Transfer Unit. Und die versorgt dann auch mit einem laufenden Triebwerk das zweite System. Und genauso würde es im Flieger aussehen. Würde man sich auch einmal gucken, nur sagen, Secondary Failures, Hydraulic, PTU hat übernommen, alles ist wie es ist, Clear Hydraulic. Das haben wir weggeklärt. Jetzt kommt der Status. Status sieht so aus. Genau. Jetzt würde man sich einmal kurz Zeit nehmen. Das wäre jetzt so ein typischer, wo man sagt, hold ICAM. Man würde sich einmal Gedanken machen, kann man das Triebwerk neu starten? Gibt es sonst irgendwie Möglichkeiten, wie wir uns verbessern können? Da gibt es in der Tat relativ wenige. Deswegen kann man das auch abkürzen und einfach sagen, Continue ICAM Read Status. Der steht dann auf dem unteren Bildschirm und da steht einmal nur alles drin, was wir so ein bisschen für die Landung beachten müssen. Genau, Datenvolumen. Und den liest man einfach vor. Also das heißt, den Status, wie es oben steht, Avoid Icing Conditions, sofern möglich. Also wir sollen nicht in Wolken fliegen. If severe icing creation, minimum speed, VLS plus 10 oder green dot, maneuver with care, landing distance procedure apply. Das bezieht sich alles, Mengele ist aus, ja, das bezieht sich alles quasi auf das Icing. Also solange wir keine icing conditions haben, können wir das tatsächlich getrost ignorieren. If no, jo, muss hier noch einmal wieder stoppen. If no engine one damage, wir haben gesehen, ne, das Triebwerk steht. Also haben wir Consider Engine Relight, Cut 3, Single Only. Heißt, der obere Teil ist auch unwichtig für uns. Was wichtig ist, ist Cut 3, Single Only.
Das bedeutet, für den Anflug, den wir machen könnten, wenn wir jetzt Low Visibility zum Beispiel hätten, also wenig Sicht, könnten wir nur bis zum bestimmten Minima da landen. Aber Cut 3 Single ist immer noch ziemlich gut. Dann geht es weiter mit den In-Op Systems. Da sagt uns der Flieger einmal, was alles nicht mehr geht. Die liest man genauso vor. Also In-Operated Systems, Wing Anti-Ice, Cut 3 Dual, Engine 1 Bleed, das haben wir schon gesehen, Reverser 1, Engine 1 Start, Pack 1, Main Galley 1. Main Galley, Entschuldigung, Generator One und Green Engine One Pump. Das sind alles Sachen, wenn man die im Flieger macht, die kennt man eh, steht nicht allzu viel drin. Dann beendet man das Ganze einmal mit Remove Status. Remove Status, zack. Und am Ende sagt man noch schön, weil man mit allem fertig ist, ECAM Actions Completed. Das heißt, jetzt haben wir soweit für den Flieger einmal alles abgearbeitet, was das Flugzeug irgendwie zum Engine Failure ausgespuckt hat, an Sachen hat oder was auch immer. Das heißt, jetzt beschäftigt man sich so ein bisschen mit, ich stopp nochmal kurz, Kaffee wird überbewertet, ja, die Main Galley One, gibt ja auch welche mit ihren portablen Teekannen, vielleicht geht damit was. Zum einen macht man sich jetzt einmal so ein kurzes Bild über die Lage. Ist noch alles so, wie wir das vorher abgesprochen haben. Also am Boden haben wir ja besprochen, wie wir den Engine Failure abhandeln wollen. Hat sich was verändert? Man geht einmal nur kurz durch. Hat sich das Wetter verändert? Hat sich die Bahn verändert? Ist irgendwas passiert, was unseren ursprünglichen Plan irgendwie kaputt gemacht hat? Uns nennt man das Foredeck. Das ist so ein Entscheidungsfindungsmodell. Also man wägt einmal so die Facts, Option, Risks and Benefits, Decision Execution und das Check an. Ist hier aber so ein bisschen abgekürzt, weil man am Boden schon die Entscheidung vorweggenommen hat. Deswegen kann man das so ein bisschen stiefmütterlich behandeln und man sagt einfach, alle Bedingungen sind wie vorher, wir landen in München. Man würde einmal auf die Fuel-Page gucken. Das zeigt der Flieger eigentlich automatisch an. Warum guckt man auf die Fuel-Page? Umso länger wir mit nur einem Triebwerk unterwegs sind, desto länger holt er auch nur aus einem Tank Sprit. Also ihr seht jetzt hier, dass hier schon wesentlich auf der rechten Seite, wo das Triebwerk läuft, wesentlich weniger Sprit drin ist, als auf der linken, wo das Triebwerk nicht mehr läuft. Genau, Fuel Imbalance. Crossfeed ist ein Thema, wenn man den zweiten Anflug auch verkackt hat, würde ich sagen. Also man kann locker zwei Anflüge machen, wenn hier selbst 1,5 Tonnen Unterschied sind oder so, das ist kein Thema. Dann würde das erste richtiges Thema werden. Also man kann locker einen Anflug, man kann auch locker zwei Anflüge auf einem Triebwerk machen, ohne dass das ein Thema ist. Wenn es dann aus irgendeinem Grund in den dritten Anflug gehen würde, dann müsste man wirklich gucken, ja, wir müssen einmal, wie Datenvolumen sagt, richtig das Crossfeed aufmachen. Das ist hier oben im Fuel und hier der Schalter. Der Schalter bewirkt dann, dass die einmal verbunden werden, die Tanks, und dann wird von den einen in den anderen hier rüber bzw. so rum Sprit rüber getankt und das gleicht sich wieder an. Ist aber nur eine Sache, die muss man im Hinterkopf haben. Die ersten beiden Anflüge überhaupt kein Problem. Da macht man sich Gedanken über die Landung selbst. Procedure sagt, es ist besser mit Flaps 3 anzulanden. Das Problem wäre mit sehr guter Punkt, ja. Mit dem Widebody wäre das ein Riesenproblem, da müsste man Sprit ablassen. Weil das Start- und das maximale Landegewicht da ja bei großen beim 380 über 100 Tonnen auseinander liegt. Beim 320 kein Thema. Kannst du immer auch Overweight landen. Würde man auch einmal ansprechen, ob es ein Overweight Landing wäre. Ich glaube aber auch da würde man das eher stiefmütterlich behandeln, weil es da wichtiger ist, auf den Boden zu kommen. Man weiß, da kann nichts kaputt gehen. Das passt. Und ein 320 kann keinen Sprit ablassen. Also Sprit ablassen können nur die großen Flieger. 320 kann das gar nicht. Genau. Zur Landung. Man bereitet dann einmal eine Flaps 3 Landung vor. Das heißt, warum nimmt man Flaps 3? Zum einen, falls man aus irgendeinem Grund durchstarten sollte, würde man hier drücken und hier oben einmal Flaps 3 Landing. Er muss nicht auf Off sein, er müsste eigentlich On sein. Ah, gut. Das ist nicht richtig. Aber ist nicht schlimm. Zum einen hat man, wenn man durchstarten sollte, eine bessere Performance. Man hat weniger Widerstand. Und man hat im Anflug ein kleineres Thrust-Setting. Das heißt, man braucht hier weniger Power, dann ist die asymmetrische Power ein bisschen kleiner. Also weil das Triebwerk, das noch läuft, einfach weniger Power im Descent braucht, lässt der Flieger sich besser steuern als Flaps Full, wo er mehr Widerstand hat, wo er mehr Power braucht und deswegen auch mehr über die Seite schieben will, weil er ja sich jetzt immer drehen will, sobald wir Unterschiede
in der Power haben. Dann würden wir den Anflug vorbereiten. Wir würden München jetzt sagen, Hanna, two for Charlie. Our intentions are to land an ILS approach from the 26 right. Das heißt, Anflug vorbereiten. Können wir das Wetter eingeben? Das würde dann immer so ein bisschen, ne, nebenbei herlaufen, sag ich mal. Also der eine würde sich jetzt eher, wahrscheinlich der Co-Pilot, so ein bisschen darum kümmern, hier unten alles schon entsprechend vorzubereiten. Oder er macht das schon selbstständig. Wohin ging die Münchenkarte noch? Ich hoffe jetzt auch noch. Tut sie. Einmal das Minimum raussuchen. Das sind 1620. Gut, dann ist im Flugzeug der Anflug vorbereitet. Jetzt käme ein Approach Briefing. Das heißt, man erzählt sich einmal, wie man den Anflug so gestalten würde. Würde so klingen. Wir sitzen auf einem A320. Ja, leider ja. Wir sitzen auf dem A320, wo ganz offensichtlich das Triebwerk 1 ausgefallen ist. Wir haben den Fehler abgearbeitet, wir haben alle Probleme, die damit einhergehen, besprochen. Die Bahn ist lang genug, wir haben keine Probleme beim Durchstarten, das heißt, ich erwarte trotz aller Widrigkeiten eine relativ normale Landung in München auf der Runway 26 Right. Wir haben hier aktuell noch 10,2 Tonnen Sprit, diese mit Fuel Cross-Speed auch benutzbar. Heißt, es gibt uns eine restliche Flugzeit von noch sehr, sehr viel. Terrainmäßig haben wir hier überhaupt kein Problem. Wir dürfen auf einer MSA von 3700 Fuß. Heißt, wenn der Controller uns aus 4000 Fuß für den Anflug nehmen wollte, können wir das jederzeit machen. Ganze basierend auf 25 Meilen rund um Mike November Whiskey. Das ist ein NDB in München. Der Anflug fürs ILS geht los bei Gudeck aus 5000 Fuß mit einem Inbound-Check von 261 Grad auf dem Standard 3 Grad Gleitstrip. Minimum 1620 Fuß. Sollte es nicht zur Landung kommen, legen wir den Mist Approach etwas anders ab. Dazu machen wir hier nicht das offizielle Mist Approach Procedure, sondern wieder eben, weil das normale ist immer für zwei Triebwerke gerechnet. Das heißt, wir müssen den Controller sagen, sollten wir aus irgendeinem Grund durchstarten sollten, liegen wir wieder straight ahead, climb 5000 feet. Wir machen hier bei einer Meile keine Kurve. Wichtig, müssen wir dem Controller sagen. Die Bahn in München steht hier nicht, ist 4 Kilometer lang, 60 Meter breit. Wir werden normal auf der Bahn landen, wir können selber auf der linken Seite abrollen, dann würde ich anhalten und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ich muss einmal hier auf meine schlauen Dings gucken. Nee, sieht gut aus. Dann können wir jetzt tatsächlich Richtung Anflug fliegen. Dazu muss ich es hier unten noch einmal eingeben, weil wir das ILS dafür noch nicht vorbereitet haben. Schnell geworden, oder? Oh, das ist schon gut. Naja. Hilft ja. Na, weiß ich jetzt auch nicht. Also die Speed sollte ja eigentlich normal halten. Macht er nicht. Also das ist jetzt ein Bug im Sim. Also eigentlich müsste er die Speed halten. Gut, das kann nur. Wenn ihr Fragen nebenbei habt, immer rein da. Nehmen wir alle Zeit für alles, was wir haben. Wie viel Neo kann der Max tanken? Genau. 18, irgendwas, weiß ich nicht. 18,5 Tonnen oder so. Christian, weißt du es genau? Oder genau, ja? 18,5 Tonnen, glaube ich. Ziemlich genau. Aber so schwer ist man ja in der Regel eigentlich nie, ne? Also, wenn man mal so 11, 12 Tonnen drin hat, dann ist das schon krass viel. Nee, könnt ihr aber nachschauen. Wie du magst, musst du nicht.
Ja, Liter ist immer so, wenn mit Liter kann gefühlt niemand was anfangen. Oder ich zumindest überhaupt nicht. Gut, ja, ist jetzt ein bisschen schade, dass er die Geschwindigkeit nicht selbst hält. Kann man das mit der Stromversorgung, der Tankversorgung nicht machen, nach der Landung oder vor dem Start? Naja, also der Fall ist halt so unwahrscheinlich. Also mit der Tankversorgung macht man ja gar nichts. Da hat man nur ein Auge drauf, sag ich mal. Also da schaltet man nichts aktiv. Das ist nur, dass man das kontrolliert. Und mit der Stromversorgung, mit der APU, ja, ist richtig, könnte man machen. Aber der Triebwerksausfall ist so unwahrscheinlich, dass es sich wirtschaftlich nicht annähernd rechnet, immer mit APU zu starten. Es ist auch überhaupt kein Problem, sie einfach danach anzumachen. Weil, musst du ja überlegen, es gibt so viele Anflüge. Ne? Es gibt ja in normalen Zeiten... das hört sich zu viel an. Also ich habe auch irgendwas mit 18 im Kopf. Hört sich ein bisschen viel an. Aber das kann man bestimmt auch googeln, einfach sonst im Zweifelsfall. So. Würde ich jetzt auch tatsächlich einfach einen sehr entspannten Anflug machen, weil wir wirklich vieles wollen, aber jetzt nicht zu hoch und zu schnell sein. Sorry, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meine, wenn ich am Gate bin, wenn du am Gate stehe, kann ich ja den Tankwagen rufen. Erstmal hi, ich kann mich gerade nicht mal konkret an deinen Nick erinnern. Hallöchen erstmal, willkommen, cool, dass du dabei bist. Und ich weiß nicht hundertprozentig, was du meinst. Du musst mir einmal helfen, wovon du redest. Sorry, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meine, wenn ich am Gate stehe, kann ich den Tankwagen rufen. Ja, ja, klar, man kann am Gate tanken, das ist überhaupt kein Problem. Aber inwiefern hilft uns das jetzt? Also das verstehe ich gerade noch nicht. So, dann drehen wir rechts rein in den Inbound-Kurs. 230 müsste hoffentlich passen. Ungefähr. Da ist immer manchmal dieser komische Bug, dass er immer noch immer weiter dreht. So. Alter, ja, ist mir egal. Passt so. Und dann fahre ich auch schon mal. Muss ich hier leider ein bisschen mehr Gas geben, dass er so ungefähr die 180 Knoten hält. Ich hoffe, das macht er halbwegs. Ja. Das habe ich eben vergessen, auch auf der langen Gerade, wo wir so lange gerade ausgeflogen wären. Was man da selbstverständlich auch noch gemacht hätte. Das ist ja so einer der wenigen Momente, wo man ganz gut Zeit hat für alles Mögliche, sage ich mal. Lita, ja, Lita, danke. ein bisschen weiter links. Da kommen wir schon in den Approach an. Boah, der Flieger macht mich manchmal fertig. Soll. Ach, wir gucken mal, was er macht. Ich hoffe, er kriegt es halbwegs hin. Auf der langen Gerade, wo wir eben nicht so richtig was zu tun haben, hätte natürlich selbstverständlich man noch alle nochmal informiert. Also man hätte zuerst bei ATC Bescheid gesagt, was... Ja, hat Jet A1 eine Dichte von 0,8? Irrelevant. Von mir aus sind es 21 Tonnen. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Es ist viel. Genau, also man hätte eine Ansage mit ATC, man hätte sich abgesprochen, wie man den Anflug machen will. Man hätte danach eine Ansage an die Kabine gemacht, also das heißt mit der Kabine, also mit den Kabinenkollegen abgesprochen, wie der Plan ist und wie es aussieht. Und dann eine Angabe natürlich auch, eine Ansage an die Gäste, damit die einmal wissen, dass hier alles okay ist, dass wir jetzt einen Anflug machen, dass wir wieder in München landen werden und dass sie, so schwer das wahrscheinlich auch fällt, sich soweit keine Sorgen machen müssen, sondern das alles... Wie soll ich sagen? In guten Händen ist. So, ich muss den Schub jetzt so ein bisschen hier manuell steuern, weil der Auto-Thrust das nicht macht. Ja, genau.
Aber das ist ja schon ein Riesenunterschied, ne? Ob du 26.000 mal 0,75 oder mal 0,85 rechnest. Oh, Entschuldigung. Sorry, noch nicht gewollt. Das kommt gleich am Boden. Gut, dann sind wir jetzt sicher auf dem ILS. Da vorne ist unsere Bahn. Ja, den tankt man nie voll. Genau so ist es. Hier vorne seht ihr schon unsere Landebahn. Und da ist München halt wirklich sehr dankbar, ne? Also mit so mit der besten Bahn, die man in Deutschland überhaupt findet. Wie gesagt, 4 Kilometer lang, 60 Meter breit. Was will man mehr? Nie voll und nie leer, ja. Hat mir gut gefallen. Bei der Landung sagt er doch eigentlich Hand und Buff Minimum. Bei mir macht er das nicht. Muss man das irgendwo eingeben? Ja, du musst das Minimum immer eingeben. Hier in der Performance Page. Bei der Approach-Phase sollten wir auf jeden Fall mal aktivieren. Hier bei MDA. Da musst du es eingeben. Und das macht er auch nur mit dem Mod. Genau. Bei MDA muss man es eintragen. So, fliegen wir weiter. Gear down. Und wichtig jetzt nicht Flaps Full, sondern wir haben ja besprochen, wir machen nur eine Flaps 3 Landung. Flaps 3. Final Setting, sagt man auch ganz gerne noch dazu, damit alle nochmal wissen, dass das jetzt das finale Setting für den Anflug ist. Ja, die V-Approach stimmt jetzt halt nicht mehr. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber ist halt so. Kann er halt noch nicht. Genau, man würde sich jetzt noch mal kurz ins Gedächtnis rufen, ne? Wenn wir durchstarten sollten, dann würden wir eben geradeaus durchstarten und nicht das Published Missed Approach Procedure abfliegen. Ja, und sonst wäre das auch gar nicht verkehrt, den Flieger mal von Hand zu fliegen. No Landing Checklist. Würde jetzt sein IK Memo Landing No Blue. Hier ist natürlich Blue, aber es liegt nur daran, weil der Flieger das nicht kann. Also der Simulator hier. Der würde dann Landing Flaps Tree stehen. Auf geht's! Ich würde ganz gerne wieder auf meine Seite rücken. Manual Flight. Oh, das ist so bitter, dass alles hier immer passt ist. Ja, und dann gucken wir mal. Wie so eine Engine Failure Landung. Tatsächlich unterscheidet sich die Landung gar nicht so krass von einer normalen Landung, weil wir den ja schon selber ausgetrimmt haben. Also mit dem Radartrim ganz am Anfang haben wir ja selber schon dafür gesorgt, dass der Flieger quasi ganz gut ausgetrimmt ist. Was halt ist, immer wenn man die Power ein bisschen ändert, dann schiebt der Flieger immer so um die Hochachse rum. Nach links, nach rechts, wohin auch immer. Und man braucht natürlich viel mehr Power auf einem Triebwerk als auf zweien, logischerweise. Man hat ja nur eins. Aber sonst ist der Unterschied gar nicht so riesig. Runway in Zeit. Ja. Das ist jetzt das GPWS. Deswegen drückt man eigentlich auf Flaps 3, aber wir ignorieren das. Continue. Ich weiß, das ist nicht optimal. So, Spoilers. Reverse Green, sorry, hat er nicht. Es würde ja auch One Reverse Green heißen. Cell. Jetzt nicht ganz optimal mit dem GPWS. Genau deswegen macht man oben nämlich den Schalter aus für Flaps 3. Der richtige Flieger weiß das dann natürlich. Ja, und jetzt kommt es tatsächlich sehr auf den Fehler an, was man dann mit seinem Triebwerk für Problem hat. Also wenn man wirklich ein Feuer hätte, dann ist das alles ein bisschen dynamischer, weil damit möchte man wirklich sehr schnell am Boden. Damit würde man auch auf der Bahn stehen bleiben und die Feuerwehr würde dann direkt zur Bahn kommen. Hier am Boden würde man jetzt tatsächlich abwägen. Also ob man damit noch zur Position rollen kann oder nicht.
Halt das mal kurz an. Flieger räumt man trotzdem einmal auf. Jetzt kommen rein. Lichter aus. Apo läuft schon. Gut, dass wir daran gedacht haben. Dann passt das alles. Vielleicht zeig dir mal, wo man die finden kann. Ja, Wachsmaß, kein Thema. Hier unten. 320 ist ein Class Charlie Flieger. Und hier oben siehst du dann, was du eingeben musst. Ich habe hier, oh, ich habe den hier eingegeben. Entschuldigt, Leute. Hier. Also du guckst mal, Optical Clearance, Height oder Altitude heißt das. ILS Cut 1, das ist so deine Standard-Minimum. Und das hier ist das Richtige bei C. Das würdest du dann eingeben bei MDA. Gut. Wir sind leider noch nicht fertig. Wir stehen jetzt am Boden. Müssen uns jetzt aber irgendeinen Plan überlegen. Was machen wir? Rollen wir zum Gate? Bleiben wir stehen? Und dazu guckt man einmal eigentlich immer nochmal in die EMA-EVAC-Liste. Das ist so eine Liste, die bereitet den Flieger eigentlich auf alle Szenarien so ein bisschen vor. Und weil der Flieger die nicht... Habe ich einmal schön hier aufgeschrieben. Und die hat man im QRH, also im Buch. Das würde hier liegen. Würde dann der Co-Pilot nehmen, würde einmal EVAC, Procedure Continue. Und dann würde es halt einmal, man liest die Sachen wieder genauso vor. Also Aircraft Parking Brake, Stop On, Stop On. ATC, VHF1 Notify. Also das heißt, wir sollen einmal auf dem 1er Set ATC Bescheid sagen, was unser Plan ist. Haben wir gemacht. Cabin Crew Alert. Würde heißen Attention Crew on Station, Attention Crew on Station. Und dann wäre die Kabine bereit für eine eventuelle Evakuierung. Das wissen wir aber noch nicht, sie sind nur bereit. All Engine Masters off. Machen wir. Im Zweifel, wenn wir weiterrollen wollen, machen wir den Flieger halt wieder an. All Fire Button, Push Buttons, Push. All Agents as required. Da nichts brennt, müssen wir nichts machen. Das heißt, wir lassen den Flieger einfach wie er ist. Und dann kommt die spannende Frage. Ich hoffe, das kann man hier lesen. Das ist eigentlich die spannendste Frage da drin. If evacuation required, evacuation initiate. If evacuation not required, cabin crew and passengers notify. Was machen wir also damit? Gerne an euch, was machen wir damit? Unser Triebwerk ist ausgefallen. Wir haben aber einen Flieger, der aus, jetzt neben der Bahn steht. Würdet ihr evakuieren oder würdet ihr nicht evakuieren? Mindestens einer muss mir antworten. Nicht evakuieren. Erste Meinung. Wie sehen die anderen das? Vom Gefühl eher nicht. Fragen, ob es brennt. Gibt keinen Grund, oder? Genau, also fragen, ob es brennt. Richtig, die Feuerwehr würde jetzt hier rumstehen. Die hätte uns abgeholt. Aber wir gehen mal davon aus, dass alles okay ist. Kommt wohl darauf an, wie die Situation ist. Genau. Aber wenn sie so ist, wie sie jetzt ist, so cool rutschen ist, habt ihr vollkommen recht, würde es eigentlich keinen Grund. Absolut. Ein Feuer ist ja, aber wir haben ja gesagt, ne, die aktuelle Situation ist, Triebwerk ist aus, alles safe, würde man tatsächlich nicht evakuieren müssen, weil es gibt keinen Grund. Evakuieren hat immer das Rutschen, so cool das ist, immer das Risiko, dass es dabei Verletzte gibt. Plus, die muss man auch alle erstmal wieder einsammeln, ne? Wenn die Leute Panik haben, weil ein Triebwerk ausgefallen ist, noch schlimmer, wenn es brennt, hier runterrutschen. Die rennen hier sonst wohin, die muss man auch alle erstmal wieder einfangen. Deswegen sehe ich es genauso wie ihr. Müssen wir nicht evakuieren. Also heißt das für unser Procedure, Evacuation not required, Cabin Crew and Passengers PA notify. Wie machen wir das? Cancel Alert, Cancel Alert. Jetzt müssen wir uns tatsächlich nur noch einen Plan überlegen, wie man zum Gate kommen würde. Am ehesten würde das wahrscheinlich so laufen, dass man sich einen Pushback-Truck holen würde. Also dann würde ein Pushback-Truck kommen, der dockt hier vorne an, der zieht einen irgendwo hier hinten wahrscheinlich auf eine Vorfeldposition und dann würden die Leute sehr, sehr wahrscheinlich nicht am Gate, sondern über eine Vorfeldposition über die Treppen vorne und hinten aussteigen. Und dann geht der Spaß für die Piloten richtig los, weil
Dann kommen so viele Leute auf einen zu, wenn ihr das alles abgearbeitet habt, nachdem ihr auch krassen Stress hattet mit dem Flugzeuglanden und so, dann geht das richtige Theater eigentlich erst los. Weil ganz, ganz viele Leute was von euch wollen. Alle. Wirklich jeder will was von euch. Das ist Berufsunfalluntersuchung, die das Luftfahrtbundesamt, Kabine, Chef, Crewing, Flughafen, Feuerwehr, da kommen so viele. Genau. Die Bürokratie ist echt das Krasseste dann an der ganzen Sache, weil das Beste ist, das Flugzeug einfach zumachen, wenn alle raus sind und erstmal keinen ranlassen und erstmal mit der Crew so untereinander ein bisschen absprechen, was jetzt war, wie es gelaufen ist und erstmal alle außen vor halten. Oh, danke schön fürs Follow. Wir hatten auch eine gute Landung. Teddy, vielen, vielen Dank. Willkommen an Bord. Oder auch nicht mehr, wenn du schon los bist. Genau, und dann würde man erstmal so innerhalb der Crew besprechen, so eine Feedbackrunde machen, wie hat es jeder wahrgenommen, was kann besser laufen, wie geht's allen, sind alle abgeholt und dann würde man so langsam anfangen nach draußen zu kommunizieren und das idealerweise erstmal mit möglichst wenig Leuten, weil man das ja auch selber erstmal vom Cockpit ja, du bist geflogen, gell, genau so, dass man da selbst erstmal so ein bisschen runterkommt. Und dann geht es tatsächlich auch, dass Leute sehr unterschiedlich damit umgehen. Also es gibt Leute, die können dann echt am nächsten Tag wieder fliegen. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche erstmal eine Woche Abstand. Ist überhaupt kein Problem. Organisiert die Firma dann alles. Und auch darüber hinaus, wenn man dann noch weiter, weil das so eine krasse Situation war, irgendwie psychologische Unterstützung brauche, gibt es die auch problemlos über die Firma. Und die nimmt einen da auch so lange aus dem aktiven Flugbetrieb raus, wie man Zeit eben braucht, um das Ganze so weit verarbeitet zu haben, bis man sich wieder gut damit fühlt, ein Flugzeug zu betreten. Ja, das wär's. Glaube ich. Ja. So wird man das tatsächlich machen. Also ziemlich genau so. Also näher dran geht's nur noch, wenn der Simulator das besser macht. Aber ganz genau so würde man das auch im richtigen Flieger abarbeiten. Ja. Ja, genau. Also es ist halt super selten, aber trotzdem, wenn es eben passiert, ne, muss man logischerweise darauf vorbereitet sein. Deswegen üben wir das auch 2 bis 4 Mal im Jahr im Simulator. Also genau das so, wie wir es eben gemacht haben. Das Prozedere im Simulator würde dann so aussehen, dass man jetzt nochmal durchgestartet wäre mit einem Triebwerk, um dann nochmal einen VOR-Approach zum Beispiel machen zu müssen und der endet dann mit einer Full-Stop-Landing. Aber sonst war das so wie eben schon sehr, sehr genau das, was wir auch im Simulator üben. Nur, dass es halt keine Pause gibt und dass man das zu zweit macht. Zum Glück ist das heutzutage so, in den 80ern war das wahrscheinlich ganz so einfach. Ja, ja, das war halt auch eine andere Zeit. Ich glaube auch nicht, dass man das noch mit dem vergleichen kann, wie es heute ist. Ja, cool. Freut mich, dass ihr es interessant fandet. Also ich kann mir denn, keine Ahnung, hab mir irgendwie so vorgenommen, vielleicht einmal in der Woche, denn wie gesagt, so wie eben, halt einen schicken Flug von A nach B zu machen. Und gibt ja noch so viele Fehler im Flieger, die wir können auch mal versuchen, aus dem En-Road, das will ich noch ein paar Mal üben, ein Dual-Engine-Failure zu landen. Das wird richtig krass, aber vielleicht klappt's ja. Und sonst gibt es noch so viele Fehler, die man ein bisschen durchsprechen kann. Also würde ich dann aber auch mal fleißig ankündigen und dann so vielleicht einmal in der Woche, weil das tatsächlich immer relativ viel vorbereiten ist. Aber macht auch Spaß.